Ja, wir sind in Freiburg im Susi. Das ist eine selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative, so heißt es, glaube ich, korrekt. Und das ist ein wunderschönes Gelände. Ich habe mir noch nicht alles anschauen können, aber es ist riesig groß und man hat das Gefühl, in einem Dorf zu sein, obwohl wir mitten in der Stadt sind. Ich bin Sarah aus Hannover und studiere gerade noch Sozial- und Organisationspädagogik und schreibe meine Masterarbeit im Bereich globales Lernen. Ich war im Winter im Ausland, in Neuseeland, habe eine Auszeit genommen und kam wieder und habe gedacht, ich muss irgendwie noch mal ein bisschen neue Wege beschreiten und habe tatsächlich mir Zeit genommen, habe ganz viel recherchiert, auch im Hinblick auf die Masterarbeit, um zu schauen, was könnte mich da interessieren und faszinieren. Und habe dann irgendwann tatsächlich, Gott sei Dank, ein Video gefunden von dieser Radtour. Und dann war das so das Ideale für den Sommer. Dann habe ich mich sofort beworben und freue mich jetzt total, hier zu sein. Ja, gleich gehen wir zur GLS Bank. Ich glaube, die einzig soziale Bank in Deutschland, die sozusagen die Bedürfnisbefriedigung des Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht den Profit. Also ich glaube, da hat so eine Art Wertverschiebung stattgefunden und da bin ich total gespannt drauf. Wir sind eine bewusste Bank und das sieht man auch oft an dem Plakat. Dort steht: Was macht Ihr Geld in einem Bioladen? Sinn. Das eine ist bewusst, das andere ist menschlich. Also diese Filiale ist halt auch für den Menschen da und es ist immer zweckdienlich. Das bedeutet, dass wir als Bank uns natürlich Gedanken machen, was Geld bewirkt und wo Geld es am besten bewirken kann. Und das sind dann überwiegend nachhaltige Projekte. Mein Name ist Raphael Warczek. Ich bin 25 Jahre alt und bin aktuell Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Wie ich zur GLS Bank gekommen bin, das ist eher unklassisch gewesen. Also ich wollte nie Bankkaufmann werden. War immer ganz schrecklich für mich, als meine Mutter dann so zum Ende der Schulzeit mich gefragt hat: Was willst du denn werden? Fang doch mal bei einer Bank an. Da habe ich gesagt: Nee, also das ist mir viel zu trocken. Dann habe ich mich dann halt dafür entschieden, bei der GLS Bank anzufangen. Und während dieser Zeit habe ich festgestellt: Boah, es ist super toll hier. Also es macht richtig viel Spaß und vor allen Dingen, man kann auch mit einem guten Gewissen arbeiten. Man weiß, man tut was Gutes, man muss die Leute nicht über den Tisch ziehen, sondern kann denen gute Angebote geben und es wirklich dem Kunden recht machen. In den Gruppen zwei bis drei Bilder heraussuchen, die euch gefallen. Unter dem Aspekt: Stellt euch vor, ihr hättet ganz viel Geld. Ihr verdient pro Jahr 100.000 Euro zum Beispiel. Was würdet ihr mit diesem Geld anfangen? Dankeschön. Also haben wir uns darauf geeinigt. Wir hätten total Lust auf eine Ideenreise, so eine Ideenweltreise und im Prinzip so ein bisschen das, was wir hier erleben und was wir hier erfahren können, in 2 Wochen das in die Welt zu tragen und immer wieder auch in Dialog zu kommen. Und ja, aber der Vortrag war auf jeden Fall sehr, sehr gut und hat nochmal irgendwie wirklich gezeigt, dass sie anders, dass das Geld einen anderen Wert bekommt und dass Mensch und Geld ganz anders verbunden werden können. Vortrag ist halt ersichtlich geworden, dass es doch ganzheitlich ist und dass es doch durchdacht ist und ja, dass irgendwie Menschen ganz anders wieder in die Verantwortung genommen werden und ja, und eine Transparenz herrscht und man selber entscheidet, was mit meinem Geld eigentlich passiert. Also ich muss ehrlich sagen, der Abschied naht und es fällt mir unheimlich schwer jetzt, weil es eine großartige Tour war. Heute hatten wir noch Gelegenheit, uns gegenseitig in unsere Tagebücher zu schreiben. Das war irgendwie ja, so eine ganz besondere Zeit. Wir haben uns Zeit genommen, um zu jedem nochmal irgendwie einen Kommentar zu schreiben oder einfach nur was Nettes. Und ja, da kamen schon so die ersten Abschiedsgedanken und da spürt man doch, das war schon eine besondere Zeit. In jedem Fall. Also ich bin total dankbar, hier gewesen zu sein. Und ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Zweifel und dachte: Mensch, ich bin jetzt schon am Ende des Studiums, vielleicht bin ich ja gar nicht so die richtige Zielgruppe, vielleicht ist es ja doch eher eine Art Jugendradtour. Und ja, ich bin total froh, weil also es war diese besondere Kombination aus Bewegung. Ich habe für mich das Radfahren entdeckt,
ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt ohne Radfahren mein Leben gestalten soll. Ich muss mir echt überlegen, dass ich mir irgendwie Touren raussuche und das beibehalte. Das war total irre. Ich habe mir das selbst nicht zugetraut. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, über mich hinauszuwachsen. Also sowohl in diesem, ja, allein in diesem sportlichen Bereich. Wir sind, glaube ich, 600 Kilometer mittlerweile gefahren und es ist Tag 13 oder 12. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Und die Gemeinschaft ist toll und ich habe das Gefühl, hier mich nochmal neu entdecken zu können und dafür Freiräume zu haben.